Hey, hallo, deine Umdenkerin Sandra hier. Ich grüße dich. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Es ist ja jetzt richtig herbstlich geworden, aber wir haben auch Oktober. Von daher absolut okay. Und ja, wie du dir dein Leben, dein Arbeitsleben leichter machen kannst, wirklich erleichtern kannst mit einer ja, ganz einfachen Methode, darüber spreche ich heute. Und zwar geht es um die ganz einfache, aber sehr wirkungsvolle, ja, Selbstmanagement-Methode. Du hast es vielleicht schon gehört. Eat that frog. Ich habe natürlich auch einen Frog mitgebracht. Den habe ich die Woche geschenkt bekommen. Ist er nicht süß? Ja, er hat noch keinen Namen. Vielleicht heißt er Kermit. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht habt ihr Anregungen. Eat that frog. Das heißt natürlich nicht wörtlich den Frosch zu schlucken, sondern es geht hier um etwas ganz anderes. Und zwar ist es wirklich so, dass wir uns unser Zeitmanagement, unsere Last eines Tages, wenn wir morgens schon mit so einer Krawatte vielleicht auf die Arbeit fahren, wie wir die uns nehmen können. Und das ist wirklich ganz, ganz einfach. Ja, und wie gesagt, du solltest das nicht wörtlich nehmen, den Frosch zu schlucken. In Deutschen sagt man die Kröte schlucken. Hast du bestimmt schon gehört. Sondern es ist wirklich, ja, auf diese Art und Weise natürlich auch einprägsam, weil wer will schon einen Frosch schlucken und was hilft uns das oder wobei hilft uns das? Sondern es geht wirklich darum, morgens schon den dicksten Brocken, also hier den dicksten Frosch, der so richtig unangenehm und unappetitlich ist, diesen zu schlucken. Und das sieht folgendermaßen aus. Du hast bestimmt eine To-Do-Liste, die du gemacht hast. Vielleicht gehen wir mal davon aus, du hast am Anfang eine Wochen-To-Do-Liste gemacht und hast so gedacht, ach, da steht doch noch das Telefonat mit dem Herrn Müller drauf. Ach, das mache ich mal am Dienstag, weil das Telefonat mit dem Herrn Müller ist ein dicker, dicker Frosch, der dir so richtig im Nacken hängt und im Genick hängt und der dich so richtig belastet. Der Herr Müller ist vielleicht, könnte ein unangenehmer Kunde sein, ein, wer auch immer, vielleicht ein Kollege oder ein Kooperationspartner, irgendjemand, mit dem du zu tun hast, wo du sagst, oh, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Haben wir vielleicht alle irgendwann mal, ja? So, und jetzt geht es darum, zu sagen, okay, ich mache den mal am Dienstag, den Anruf beim Herrn Müller. Dann ist es Dienstag und du sagst, auf Schieberitis lässt grüßen, ich habe immer noch keine Lust, ich schiebe das mal auf Mittwoch. Und dann geht es am Mittwoch ganz genauso und du schiebst es auf Donnerstag und du schiebst es auf Freitag und denkst, so ein Mist, ich habe tatsächlich schon wieder nicht den Herrn Müller angerufen. Und der Anruf und die Aufgabe, den Herrn Müller anzurufen, die wird immer dicker und dicker und dicker und größer und belastet dich noch mehr. Die hängt wie so ein Damoklesschwert da hinten im Genick. Du hast das bestimmt schon mal erlebt. Das könnte auch was ganz anderes sein, braucht nicht der Herr Müller sein. Aber etwas, was wir halt nicht gerne machen. Schwierig ist, dann noch schwieriger wird. Also Prokrastination, Aufschieberitis pur. Wie kann dir denn jetzt diese Eat That Frog Technik helfen? Du hast eine Liste mit Priorisierung. Und eigentlich steht der Herr Müller ganz oben. Ja, aber wie gesagt, du schiebst ihn weiter. Und er wird dicker und dicker. Was wäre jetzt, wenn du sagen würdest, ich rufe den Herrn Müller jetzt mal als erstes an. Ich muss kurz meine Stimme ölen. Kratzt ein bisschen im Hals. Ja, also es geht tatsächlich darum, diese schwierigste und dickste und unangenehmste Aufgabe gleich zu Beginn des Tages zu machen. Wie kann dir das helfen? Ja, also zum einen ist es so, wie ich eben schon gesagt habe, der Nachteil ist es, wenn du die Aufgaben anhäufst. Sorry, er kratzt ein wenig im Hals. Wenn du die Aufgabe oder die Themen, das sind ja vielleicht auch mehrere Themen, die du über die Woche ansammelst, noch weitere dicke Frösche, wenn du die anhäufst und auch anhäufst, dann löst es immer mehr Druck und Belastung in dir aus. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen es ja schließlich leicht und einfach. Wir haben ja noch genug andere Themen, die wir auch noch zu bearbeiten haben. Ja, und dieses Eat That Frog ist im Grunde eine List und ein Umgehungssträßchen zu sagen, gut, ich rufe den Herrn Müller heute an.
Ich mache das sofort. Sorry, es kratzt tatsächlich. Ja, ich rufe den Herrn Müller heute Morgen mal direkt an. So, ich nehme den Hörer in die Hand, richte mich auf und nehme all meinen Mut zusammen und denke, ach, das Telefonat wie das letzte, die letzten, die waren ganz furchtbar. Heute wird bestimmt genauso furchtbar. Du lässt durchklingeln, du rufst an. Naja, der Herr Müller meldet sich nicht. Aber du hast den Anruf schon mal getätigt und kannst dich selbst loben. Du kannst dich ein bisschen mehr aufrichten, du kannst schon mal stolz sein. Du hast diesen Frosch, du wolltest ihn schlucken. Du probierst nachher nochmal. Dann ist der Herr Müller dran. Und du hast ihn tatsächlich angerufen. Du hast es gemacht. Und es gibt ja auch hier drei Möglichkeiten. Der Herr Müller ist schon wieder schlecht drauf. Du klärst dein Thema, legst auf und sagst, boah, erledigt. Super, ich hab's geschafft. Es könnte ja auch sein, wenn wir mal einen kleinen Perspektivwechsel vornehmen, dass der Herr Müller heute gar nicht so schlecht drauf ist. Dass der vielleicht ganz gut aufgelegt ist und das Gespräch richtig gut läuft. Ja? Und du legst auf und denkst, was? Ja, so ein Mist, warum habe ich denn jetzt schon früher angerufen? Ich schleppe das schon die ganze Zeit mit mir rum und baue Druck auf und ja, habe Stress damit. Und es war gar nicht so schlimm. Hast du vielleicht auch schon mal erlebt? Also ich habe zum Glück eigentlich, ich kann wirklich sagen, ich habe gar keine Herr Müllers, die mir irgendwie das Leben schwer machen oder wo ich nicht gerne anrufe. Gott sei Dank. Aber da habe ich natürlich auch schon meine Denkweise ein bisschen verändert. Aber wie gesagt, du hast dieses Thema erledigt. Und der Vorteil ist, natürlich hast du diesen Frosch geschluckt und der Rest des Tages, da schauen wir gleich nochmal hin, ist ganz geschmeidig. Du läufst komplett beschwingt und voller Elan durch diesen Tag. Ja, und dieses Eat That Frog Prinzip geht auf den amerikanischen Autor und er ist auch Erfolgscoach, Brian Tracy zurück. Und er hat diese Methode schon vor 15 Jahren in einem Buch festgehalten. Das heißt ganz genauso. Und wenn wir uns diese Methode zu eigen machen und jeden Tag etwas abarbeiten von unserer Froschliste, dicksten Brockenliste, was passiert dann? Da passiert nämlich ganz viel. Erstens, wir sind viel, viel, viel motivierter für den Rest des Tages, weil es ist eine große Last von uns abgefallen. Riesengroße Last. Ja? Und wir können uns tatsächlich auf die anderen To-Dos des Tages fokussieren, weil wir haben diesen dicken Klotz am Bein schon weg. Ja, wir schleppen das nicht immer mit uns rum. Wir haben ein Erfolgserlebnis und können uns loben. Vielleicht sogar auch belohnen mit einem guten Kaffee, ja, einem netten Gespräch vielleicht und dann ganz locker und beschwingt in den Tag gehen, weil du hast schon das Dickste erledigt. Und das macht unglaublich viel aus. Mental macht das ganz, ganz viel aus. Denn wir können auch stolz sein, dass wir es gemacht haben. Wirklich stolz auf uns. Und es beschwingt uns, wir fühlen uns viel, viel besser. Und natürlich macht es Mut für den nächsten dicken Brocken. Weil wir haben das ja auch schon geschafft. Also Erfolgserlebnis ist gleich Mut für die nächste Aufgabe. Mut und Motivation für die nächste Aufgabe. Und die schaffen wir natürlich ganz genauso. Ja, vielleicht ist der nächste Herr Müller auch gar nicht so schlecht drauf, wie wir das vielleicht so hineindenken. Weil je mehr wir darüber nachdenken, desto schlechter ist ja der Herr Müller drauf. Ne? Also wir sind ja, was wir denken. Ja? Und natürlich haben wir viel mehr Energie. Weil wenn wir diese Aufschieberitis dann wieder an den Tag legen und immer denken, ach Mist, ich müsste den eigentlich noch anrufen, das raubt uns enorm Energie und Kraft. Also von daher, es spricht unglaublich viel dafür. Und natürlich mehr Selbstvertrauen. Na, Mut, ganz klar, da kommt auch mehr Selbstvertrauen auf. Und wir haben das Gespräch ganz souverän geführt. Von daher, lasst uns da weiter diese Frösche morgens schlucken. In meinem Unternehmen früher, wo ich gearbeitet habe, da haben sich unsere Chefs mal zusammengetan und haben auch so eine ähnliche Vereinbarung, ein Commitment getroffen und gesagt, okay, wir werden jetzt jeden Morgen zuerst den dicksten Frosch von unserer To-Do-Liste erledigen. Und dann läuft der Rest des Tages wie geschnitten Brot. Und sie haben sich committed,
mit Unterschriften und so weiter. Also von daher, wir können dadurch natürlich auch besser dann Prioritäten setzen und so können wir besser uns selbst managen, unsere Zeit managen, weil Zeit ist knapp und unsere Ressource, unsere Energie, damit dürfen wir auch immer sehr gut haushalten. Deswegen Eat That Frog am Morgen und der Rest funktioniert. Wir werden viel, viel, viel produktiver. Naja, vielleicht sagst du jetzt, ich habe aber so einen ganz dicken Frosch auf dem Schreibtisch. Einen ganz, ganz dicken. Der ist auch nicht mit einem Telefonat erledigt, weil du hast es schon so lange vor dir hergeschoben, es ist immer größer geworden. Ja? Dann zerlege diese Aufgabe tatsächlich in kleine Einzelschritte. Vielleicht hast du am Tag drei Aufgaben, die du erledigen kannst. Und dann hast du mehrere kleine Frösche, die du schlucken kannst. Aber du kannst nach jedem Teilschrittchen, nach jedem Teilerfolg dich loben und damit dich motivieren. Ja, weil dann ist der ganze Frosch erscheint nicht mehr ganz so groß. Und auch das wird uns das Leben erleichtern. Und wir haben im Grunde, ist es ja unser aller Ziel, Leichtigkeit in den Tag zu bringen, unsere Arbeit zu bringen, sodass wir morgens auch, ja, auch wenn deine Arbeit im Moment dich insgesamt frustriert, wenn du keine Lust hast auf das Thema, was du gerade hast, es ist aber trotzdem enorm wichtig, solange bis du eine andere Lösung für dich gefunden hast, und da komme ja ich auch wieder mit meinen Programmen ins Spiel, solange solltest du versuchen, diese Zeit gut zu gestalten. Und da ist diese Methode Eat That Frog. Und ich halte nochmal meinen kleinen grünen Frosch hier hoch, ist der nicht süß? Ja, diese Methode tatsächlich anzuwenden. Schau mal, probier das vielleicht mal eine Woche lang aus und schau, was es mit dir macht. Wie sich deine Laune, dein Elan einfach dadurch ändert. Das war die Selbstmanagement-Methode Eat That Frog. Und ich mache die auch immer mal, wobei ich tatsächlich sagen kann, ich habe solche Aufgaben eigentlich gar nicht mehr. Die hatte ich früher in meiner Firma viel, viel öfter. Jetzt ist es eigentlich ganz geschmeidig und da bin ich, das merke ich gerade so, auch richtig glücklich drüber und dankbar dafür. Das braucht natürlich auch verschiedene Maßnahmen, aber das fühlt sich gerade richtig gut an. Wenn du noch mehr Impulse, Neustartimpulse möchtest oder Überbrückungsimpulse, könnte ich jetzt fast sagen, um die Zeit, die du jetzt noch in deiner Arbeit bist, bis du vielleicht etwas anderes für dich gefunden hast, ja, sodass du für dich auch ein gutes und leichtes Arbeiten oder möglichst einfaches Arbeiten gestalten kannst und schaffen kannst, dann abonniere meinen YouTube-Kanal. Der Link ist im Text mit dabei, sodass du noch mehr aufsaugen kannst an Neustartimpulsen für dich, an Leichtigkeitsimpulsen. Da sind auch Meditationen drin, eine Leichtigkeitsmeditation, wo du noch mehr Ballast abwerfen kannst. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, am besten mit der Glocke, und dann kriegst du auch jeden neuen Beitrag ganz einfach und automatisch mit und verpasst nichts mehr. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Abend. Ich hoffe, da ist nicht noch irgendwo ein Frosch auf deiner To-Do-Liste. Und wenn doch, schau morgen mal drauf, wenn du dein Laptop aufklappst, ob du im Homeoffice bist oder in deiner Firma, was du vielleicht morgen früh als erstes erledigen kannst, sodass du freier arbeiten kannst für den Rest des Tages. Ich wünsche dir gutes Gelingen dabei und freue mich schon wieder auf den nächsten Neustartimpuls am nächsten Montag. In diesem Sinne, deine Umdenkerin Sandra. Ciao, ciao. Mach's gut.